Herzlich willkommen bei S21 BauTV. Ja, beim Querbahnsteig Höhe Gleis 1 gibt es eine neue Tafel. Da bin ich gespannt, was da demnächst angezeigt wird. Naja, es ist nicht so tragisch, weil die Höhe ist dadurch nicht groß verändert. Aber ich sehe jetzt noch weniger. Naja. Ich hoffe, ihr könnt gut sehen und ich versuche mal auf R11 zu zoomen. Die ersten Bilder sind gepostet, dass die zweite Holzkantung aufliegt. Also können wir mal nächste Woche mit der Betonage rechnen, wenn nicht andere Gründe dagegen sprechen. Bei der Seitenwand drüben wurde das eine Stück betoniert und die Schalung am anderen Abschnitt angelegt. Also die Innenwand der freitragenden Seitenwand über der S-Bahn in BA11. Christoph und Nia haben gute Überlegungen geäußert wegen der Reihenfolge, denn durch diese schräge Innenwand ist es mit der Schalung nicht mehr so einfach. Man muss die umbauen, das Gerüst unter der Schalung natürlich. Und das ist natürlich dann wirklich die Frage, ob diese Stellstützen dann nicht als letztes gebaut werden. Das würde also betreffen R12 und K25. Nee, jetzt bin ich durcheinander gekommen. Denn das hier ist K25 und K25 ist daneben, also neben dieser Hohlwand, könnte mir der Ecke gerade noch berühren, also das Gerüst runter. Jedenfalls, hoppla, sehen wir hier drei Schalungen anliegen. Na dann sollte ich doch mal meine Folie updaten. Ein Blick noch zu K27. K23 ist natürlich das Thema mit der Seitenwand. R12 ist auf der Seite Monatsbau und K23 auf der Seite, auf der wir stehen. Und hier sehen wir von K27 die Unterbewehrung, die vier Lagen, Holzkante drauf und auch, ich nenne es jetzt mal Abstandshalter, die kleineren
Baustähle hier, die so gebogen sind, dass dann die oberen Lagen drauf befestigt werden können. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao!